stimmt schon. Oh, vielen Dank. Ein gutes Geschäft. Er war gerade gegangen, da näherte sich eine alte Frau meinem Stand. Sie ging am Stock. Die langen, strähnigen Haare hingen ihr ins Gesicht. Jakob und die anderen deckten in Windeseile die Tafel mit all den Köstlichkeiten, die sie zubereitet hatten. Der Herzog griff zu und ließ es sich schmecken. Abends, in seiner Kammer, überlegte Jakob zusammen mit Mimi, welches Menü er den adligen Streithähnen auftischen sollte. Was meinst du? Was soll ich dem Fürsten kochen? Hummer? Ein Trüffel? Mit Spargelspitze? Oder vielleicht etwas Deftigeres? Wie Hammelbraten mit Hackepeterfassee?